Dieses Gerät ist ein Oszilloskop und es kann Töne sowie auch Geräusche sichtbar machen. Zum Beispiel für die Stimmgabel. Wir sehen eine schöne Welle. Jetzt ein Geräusch, Lärm. Diese Grafik war nicht mehr ganz so schön. Bei einem Ton sehen wir auf dem Oszilloskop eine schöne Welle. Bei einem Geräusch hingegen sehen wir eine sehr ungeordnete Grafik. Wir behalten, bei einem Ton handelt es sich um gleichmäßige, einheitliche Schwingungen. Hingegen bei einem Geräusch handelt es sich um ein wechselhaftes, uneinheitliches Gemisch von Schwingungen. Wie nehmen wir Schallwellen wahr? Liegt die Frequenz der Welle zwischen 20 Hertz und 20.000 Hertz, so können wir Menschen solche Schallwellen hören. Liegt die Frequenz unterhalb von 20 Hertz, dann redet man von Infraschallwellen und wir Menschen können solche Wellen nicht hören. Die Elefanten jedoch kommunizieren in diesem Tonwellenbereich untereinander. Dasselbe gilt für Wale. Wenn die Frequenz der Schallwelle größer ist als 20.000 Hertz, so können wir Menschen diese Wellen nicht hören. Man redet hier von Ultraschall. Fledermäuse kommunizieren untereinander in Ultraschallwellen. Delfine ebenfalls.